Hallo ihr Lieben, heute ist der letzte Tag des Jahres und ich wollte euch so ein bisschen mitnehmen und euch mal zeigen, wie wir so Silvester feiern. Dieses Jahr mit 9 Personen und 7 Hunden. Und damit die Hunde nachher ein bisschen entspannter sind, gehen wir jetzt erstmal noch eine große Runde mit denen in einem Gebiet, was ein bisschen weiter ab vom Schuss ist. Im Hintergrund hier wird schon ordentlich vorgebrutzelt. Wir machen immer Raclette und das, was mich am meisten an Raclette nervt, ist diese Verschmauchung vom gesamten Haus. Ist Verschmauchung ein richtiges Wort? Ja, klar. Ich habe auch überlegt, ob Verschmauchung allgemein kennt man das Wort, oder? Zumindest weiß jeder, was man sich darunter vorstellen kann. Ja, deswegen brutzeln die Männer das jetzt schon in der Küche unter der Dunstabzugshaube und richtig sinnig hier bei offener Tür. Naja, wir gehen erstmal Gassi. Also hier wird schon ein bisschen rumgemuckelt. Tatkräftig unterstützt von 4 Hunden. Naja. So, Hunde, wir gehen erstmal raus. Kommt. So, wir sind jetzt hier ein bisschen ab vom Schuss. Hier ist das Klärwerk, hier hält sich keiner gerne freiwillig auf. Es stinkt hier ein bisschen. Den Hunden jetzt nicht so sehr, aber naja. Ja, die Jessie ist an der Leine. Unter anderem aber auch, weil sie gerade läufig geworden ist. Und der Diego, der Hund von Nadine, den kennt ihr noch aus unseren Urlaubsvideos. Der ist auch an der Leine, weil der tatsächlich Schiss hat, wenn es knallt. Dann weiß man nicht, wie er reagiert, also bleibt er da dran. Lotta ist zu Hause, die geht mit Jasper nachher noch eine Runde. I'm just an old to make you smile, and you need me to hold you close and all your fears. Diego, der eigentlich im Moment echt meist Stress hat beim Gassi gehen, ist das hier wirklich nett. Hier ist halt nichts, ne? Acker, da hinten so ein paar Höfe. Acker, Wiesen. Und richtig eklig, Kuhfladen. So, wir sind jetzt schon gleich wieder beim Auto. Inzwischen wird es auch so ein bisschen dämmerig, das heißt, da hinten sieht man gerade, da laufen ein paar Leute durchs Feld und die knallen. Ja, also der Diego, ja, die Rute ist halt jetzt schon nicht mehr oben, aber auch noch nicht zwischen den Beinen. Im Moment ist es noch auszuhalten, aber jetzt sind wir ja auch gleich zu Hause. Wir müssen ja ein bisschen Müll sparen. Deswegen haben wir einfach die Deko vom letzten Jahr nochmal genommen. Bis auf die Luftschlangen. Ja, bis auf die Luftschlangen. Ja, ach, das merkt man nicht. Und hier gibt es gleich Essen. Wir werden noch in einem Jahr von den Schnitzeln was finden. Hat du keine Angst? Das freut mich aber. Butz, hast du auch Pipi gemacht? Hast du auch Pipi gemacht? DJ, komm her. DJ? Oh nein.
And I look down and oh, your fears run aground. Then you said all I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. Cause I believe in love. Hold on just a little. We'll meet right here in the middle. Ground is where we'll stand. Let go. Frohes neues Jahr, ihr Lieben. Es ist kurz nach 12 und unser Plan mit den Knochen hat echt ganz gut funktioniert. Da draußen wird noch ordentlich geböllert. Und hier drin... Oh, Baby ist auf seinem Knochen eingeschlafen. Da ist der Diego, der knabbert. Und normalerweise ist er echt einer, der so ein... eigentlich eher ein Schisser ist. Lotta hat ihren Knochen irgendwie noch nicht so richtig angerührt, aber Hauptsache erstmal gesichert. Jessie kaut auch noch an ihrem Ding rum. Hier hinten haben wir DJ. Und hier sind Boots. Und Maybe. So, wir werden gleich noch Wachsgießen machen. Also so wie Bleigießen. Nur nicht so gesundheitsschädlich. Dann werden wir noch Dinner for One gucken. Und dann geht's auch mal ins Bett, ne? Bis die Tage. Was? Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Dann aber los!